Willkommen zurück zu Fallout 3 und ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich hab schön für euch gespielt, hier Fallout, und ich hab vergessen, den Ton aufzunehmen, also das Mikro anzuschalten, weil ich das eigentlich nie ausschalte. Und ja, jetzt seht ihr ein stummes Gameplay, aber nein. Ich habe ja sowieso gestern, naja, was heißt, ja, ich habe halt vor meinen Videos so introartig wieder was, und das werde ich einfach jetzt vor jedes Video hauen, so wieder was Kleines, was anderes, weil Intro mag ich das eh nicht nennen, dafür sind meine Skills einfach noch too bad. Und ja, wir sind jetzt in der Vault 87 auf jeden Fall angekommen. Und wir suchen das Geek oder GEEK, das zur, oh Gott, was war das? Ja, zur Lebenserhaltung dient. Damit soll man das Wasser säubern können. Also trinkbar machen halt, das verstrahlte Wasser. Und das wäre dringend notwendig für die Bewohner des Ödlandes, da doch alles sehr atomar verseucht ist. Und ja, jetzt seht ihr hier, wie ich die ganze Zeit auf jeden Fall mit dem Käfig rumarsch gleich. Ich stelle mich da rein und plopp. Und dann bin ich wieder draußen. Und dann gehe ich wieder rein. Ist so richtig lustig, oder was? So ein Scheiß hier. Da arscht der Kay wieder nur mit so einem scheiß Einkaufskorb rum. Ich habe gedacht, ich kann da drin bleiben und dann wollte ich rausgucken. Aber es spawnt mich dann einfach aus und naja, was willst du tun? Ja, ich bin auf jeden Fall fleißig am Absuchen die ganzen Runden hier. Also fleißiger kann man gar nicht absuchen. Und uns wird auch gleich der ein oder andere noch besuchen. Ja, ihr seht ja das Skelett. Wir sind hier wohl nicht ganz alleine. Hier hat sich schon wer vergnügt. Oder auch Kannibalismus betrieben, wer weiß das schon im Fallout. Und ja, immer fleißig weiter. Na, erstmal, ich wollte oder ich habe gespeichert. Ich wollte, genau. Ja, ach genau, weil ich gedacht habe, da ist jetzt irgendeine große Gefahr hinter mir, vor mir, über mir, unter mir. Neben mir, wie auch immer. La 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 la. Und da öffnet sich auch die Pforte mit einem neuen Blutfleck und da kommt auch schon der erste Besucher. Oh, pfau, verpiss dich. Und er kriegt jetzt ein paar Schüsse in seinem jämmerlichen Herd. Die auch aushalten, muss ich sagen. Also die nicht, aber diese Herr der Mutanten. Ne? Die Typen. Boah, die sind. Achtet mal auf jeden Fall auf meine Stimpacks. Mit wie viel ich da reingehe und mit wie viel ich da jetzt wieder fast rausgehe. Ist schon manchmal heftig, muss ich sagen. Das Game, das bringt mich manchmal echt schon zur Verzweiflung. Aber ich bin weiter, als ich damals war. Hier, da an dem Ort war ich nämlich nicht. Ich war bis kurz vor Little Lamplight Mission. Dort, wo ich, ja, hab ich auch schon erzählt in den vorherigen Parts. Ja, ist auch jetzt auf jeden Fall Neuland für mich der Ort. Auch viele Orte davor habe ich nie besucht, die ich jetzt im LP besucht habe. Ich habe übrigens jetzt meine 24 Stunden fast erreicht im Fallout. Also die Hälfte ist geschafft. Wenn überhaupt. Und ja, dann lass uns mal kräftig hier weiterknallen. Das ist der erste Typ, der mir schon Schrecken gemacht hat heute. Ihr seht, meine Energie ist ruckzuck runter. Aber naja, was willst du da machen, ne? Zum Glück habe ich mir vorher kräftigst den Packs geklaut.
ohne Diebstahl wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so gut vorangekommen, denn würde ich jetzt hier sitzen und fluchen, weil ich übelst verloren habe jetzt. Weil ich schon längst tot wäre, weil ich keine Stimpacks mehr hätte. Und ja, ich hoffe, Devil May Cry kommt auch gut bei euch an. Da weiß ich ja nicht. Ich habe zu meinem Infovideo leider von euch ja nicht so wirklich, also ihr habt es zwar geschaut, aber so aktiv am Kommentieren, welche Spiele ihr als nächstes gerne hättet von meiner Liste, die ich habe. Ja. Kommt vielleicht noch, wenn ihr noch ein paar mehr seid. Aber naja, was soll's. Ich habe nach Devil May Cry sowieso auch erstmal das Problem, was danach kommt. Ja, ich weiß nicht, ich habe zwar einen Haufen Spiele, wie ihr ja gesehen habt. Ich hatte doppelt so viele wie jetzt. Weil ich ja schon mal eine Xbox hatte. Aber naja, was willst du machen, wenn die alte. Naja, mein Profil wurde damals gelöscht von Microsoft selber. Ich weiß es bis heute nicht. Aber auf jeden Fall wurde alles gehackt. Naja, gut, das war eine lange Geschichte. Ich glaube, ich kann euch das mal in einem guten Commentary erzählen, wie ich eigentlich meine Xbox verloren habe. Aus welchen. Naja, auf jeden Fall wurde dann gesagt, ich betrüge oder so, obwohl das halt nicht so wirklich der. Also im Spielerischen habe ich. Ich habe nicht gescheatet, nicht gehackt, nichts dergleichen. Das war was völlig anderes. Und aber auch. Ich würde es ein Kavaliersdelikt nennen, so, wenn das Wort richtig ist. Also ein kleines Belangen, so, dafür kannst du. Das ist so, als wenn du über Lastschrift bei Microsoft was kaufst, obwohl es die Lastschrift mit Adresse gar nicht gibt, und dann merken die das nach einer Woche und dann bist du halt wieder runter, weil sie ja gemerkt haben, sie kriegen kein Geld. So ist nichts, wofür man sich jetzt beim ersten Mal strafbar macht, so wirklich. Also wenn die nicht existiert, du kannst ja auch die Nummer einfach nur falsch eingegeben haben. Eine Zahl, andere Konto, oder das gibt's halt nicht. Und so in der Art müsst ihr euch halt vorstellen. Also nicht das, ne? Wäre blöd, wenn ich das jetzt sagen würde. Ich kenne das nämlich von einem Kumpel, der hat mir das so gesagt, aber ich bezahle monatlich hier mein Shit auf, wenn ich sagen muss, wenn ich jeden Monat meine 7 Euro von Microsoft bezahle, ist das letzten Endes aber teurer, als die Jahresmitgliedschaft jetzt eigentlich kostet, für das Jahr gesehen. Ich bin auf jeden Fall ganz schön großzügig Microsoft gegenüber. Aber, ne, wer das eine will, muss das andere mögen. Ich bezahle lieber, muss ich auch sagen, für Microsoft. Jetzt ist es ja eh egal, aber früher, zur normalen, wo halt Next Gen noch nicht angesagt war, beziehungsweise jetzt die Xbox 360 ja Last Gen sozusagen ist. Ja. Da muss ich schon sagen, Microsoft den sicheren. Und es gibt auch nicht so viel. Ich kann MW2 und MW3 auch noch eigentlich beruhigt spielen. Ich habe MW3 jetzt aber auch erst seit kurzem mir wieder neu erkauft, so, und hab das jetzt so schon ungefähr ein halbes Jahr jetzt wieder. Länger, glaube ich. Oh, ein Jahr fast jetzt. Fast ein Jahr eigentlich. Ich habe es mir letztes Jahr. Ja, Mann. Ja, fast. Ja, ein Dreivierteljahr ungefähr. Und hab jetzt dreimal vielleicht in der Camper-Lobby gewesen. Bei dem einmal habe ich meinen Controller kaputt geworfen. Beim anderen Mal habe ich einfach auf ihn geschossen und der war einfach übelst unverwundbar. Als er gemerkt hat, dass er anscheinend Hacker ist, hat er mich aus dem Spiel geworfen. Ich habe daraufhin natürlich seinen Namen gesehen und ne, zurückverfolgt und habe ihn gleich direkt gemeldet und eine Beschwerde eingereicht. Das müsst ihr machen, wenn ihr aktiv seid. Wenn ihr sowas merkt, macht das gleich. Ich mache das immer. Das gehört sich einfach so, weil die können das letzten Endes übel schnell zurückverfolgen. Macht ihr das wirklich? Und würdet ihr jetzt einfach sagen, hier, der cheatet oder der schummelt und der macht das gar nicht, dann seid ihr nämlich am Arsch, weil dann unterstellt ihr ihm was und dann könnt ihr dafür sogar von Microsoft belangt werden und wenn ihr Pech habt, weiß das nicht, werdet ihr gesperrt für eine Woche oder sowas. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich schweife vollkommen ab gerade. Ja, Leute, ich will euch ja nichts vormachen, deswegen. Ich brauche ja hier jetzt nichts zu tun, ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin da in allem, was ich mache, eigentlich ziemlich ehrlich, auch wenn es sich manchmal echt zum Nachteil für mich ergibt, aber es ist mir egal. Lieber so als, ne,
Lügen ist scheiße. Oh ja, die Stelle ist auf jeden Fall jetzt richtig heftig. Beziehungsweise da wird noch eine. Da wird noch ein Déjà-vu. Ich hab grad übelst. Übelst, wie heißt das? Gesichtsfasching, Alter. Ich hab grad. Ich war. Mein Kopf und mein Mund waren sich überhaupt nicht einig. Das sind sie mal des Öfteren nicht, aber. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und auf Klo gibt's Gangbang. Nee, Spaß. Ihr seht schon, ich bin hier voll am Absuchen in Fallout. Also ich hab, weil ich ja überhaupt nicht weiß, es wird ja auch nicht markiert, wo dieses Geek, G-E-E-K, G-E-E-K, ja, wo das sein soll. Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht und wie groß oder wie klein, wie lang, wie breit. Transparent oder Plastik, Metall oder Zink, ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich eins. Wenn ihr Bock habt, Leute, und ich heute, ich werde das aber nochmal durchschreiben, wenn ich jetzt die Zeit finde. Ich kriege nämlich gleich so in ein paar Minuten kommt ein Kumpel von mir noch lang. Danach kommt, glaube ich, noch ein Kumpel lang, denn dann nehmen wir kurz was und danach wäre ich auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin und mich keiner stresst, weil ich weiß nicht, ich bin irgendwie in letzter Zeit fast überhaupt nicht mehr einen Tag komplett allein. Also irgendwie klingelt immer jemand, was ja toll ist, aber beim LPen ist das manchmal ein bisschen blöd, weil dann die ganze Aufnahme versaut ist. Und beim Livestream macht sie das auch blöd, wenn halt, sag ich mal, nicht der richtige Besuch kommt, weißt du, die denn. Was machst du da? Und ich wohne schon in der Stadt. Na gut, dass sie wissen, dass sie nicht wissen, was sie zu tun. Ja, das ist auch eigentlich nur so ein Nerd-Scheiß. Geht euch ja genauso. Na gut, ich komme auch vom hohen Norden, dort ist Technik. Das ist eigentlich ein Fremdwort. Oder ein. Fachbegriffe, wie nennt man diese Wörter? Fachbegriffe, ne? Wenn ich jetzt sagen will, ja, man, immer, ja genau, auf jeden Fall. Man sagt ja immer, ja, der Fachbegriff dafür ist bla bla. Und dann kommt ja dieses, der Slang hier, was heißt das Slang? Wie heißt das? Biografie zum Beispiel, das Wort. So, wenn du eine Selbstbeschreibung von deinem Leben machst, so. Ist das, heißt das Biografie und wir nennen es ja Biografie. Heißt das. Wisst ihr? Das nennt man doch den Fachbegriff, ne? Ich bin auch voll abgeschweift, worauf ich eigentlich mit dem Wort Fachbegriff hinaus wollte. Weil ich total um die heißen Brei rede, wie ich es manchmal mache. Und dann komme ich gar nicht zu dem Ziel. Das ist scheißegal, das muss man als Let's Player auch können. Viel um den heißen Brei reden. Dann muss es euch ja schmackhaft machen. Oh fuck. Scheiß Apfelschorle hier. Und es ist kein Product Placement, da ich ja nur sage, dass ich Apfelschorle trinke und nicht, dass die von ist. Ich glaube, der Videotitel hat schon seinen Namen weg. Eine kleine Let's Talk Runde in der Vault 87. Und jetzt wird's auch gleich heavy. Da kommen nämlich zwei. Einmal, ihr seht den Herr der Supermutanten und dann natürlich muss da ja noch einer kommen. Und natürlich habe ich nur noch, wie ihr seht, eine Granate. Und meine Waffen sind alle nicht so stark, beziehungsweise die Kapazität reicht nicht aus. Bei beiden nicht, also. Wünsch mir Glück, Alter. Wünsch mir Glück. Ja, das war so eine, was war denn das? Impulsgranate, glaube ich, stand. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, sorry. Weil ich sehe hier auch, ich mache das über Matrix, Video Deluxe, MX. So ein billiges Programm halt, weil hat ja nicht jeder gleich Geld für der teuerste Sony oder Adobe oder ne? Photoshop oder Videoprogramm, weil die kosten halt einen Haufen Geld. Alter, ich habe im Mediamarkt gearbeitet, ich weiß, wie viel die kosten. Ich habe
den Scheiß verkauft. Ich weiß zwar, was die können, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Also ich musste das damals halt auch so lernen, was die alles können. Dass du halt nicht nur vor der Ware stehst und abliest, so, sondern das muss aus dem FF kommen, so. Und wenn neue Features drauf sind, dann stehen die ja drauf, dann kann man das mit anmelden. Aber so, damit das frei aus der Seele einfach geflossen kommt. Ich muss sagen, dort, wo ich jetzt bis jetzt nach meiner Ausbildung gearbeitet habe, und die Ausbildungszeit, man sagt ja eigentlich, Lehrjahre sind keine Ehrenjahre oder so, aber es war die beste Zeit, die ich je hatte. Ohne Witz. Schule war für mich immer, ja, ich war so ein kleiner Rebell auf jeden Fall. Alles, was ich nicht für sinnvoll halte, so, dann sträube ich mich auf jeden Fall immer dagegen, so. Wenn es heißt, wir haben Deutsch und es heißt mal nach Zahlen und ihr werdet dafür benotet. Also halt so übelste Aufgaben, die nichts mit dem Fach, nichts mit Deutsch, und dafür kriegt ihr dann eine Benotung, weißt du, was dann. So, Philosophie ist der beste Streitpunkt. Erzählt, sagt eure eigene Meinung, ihr schreibt eure eigene Meinung und kriegt dafür 4. So, das sind Dinge, da merke ich schon, wie der Lehrstoff und so, wie das alles ganz schön noch von 1900, ne? Wonach die gehen und naja. Und ja, wenn ich sowas halt für mich selber total blöd finde und ohne zu wissen, zu lernen oder zu machen oder uns halt überhaupt total vom Fach eigentlich abschweift und die Schule mir eigentlich Wissen vermitteln soll, denn ja, weiß ich nicht, da kommt entweder ein dummer Spruch oder ich habe keinen Bock darauf und habe es dann auch wirklich nicht gemacht, so. Ja, und dadurch gab es halt damals viele Probleme, aber weiß ich nicht. Bin halt so. Ah! Mein Trinken habe ich fallen gelassen. Aber auf Arbeit bin ich ein total netter Mensch. Also ich bin auch so nett. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier der übelste, weiß ich nicht, so ein Typ, der dir auf der Straße vorbeigeht, der dich so lange anguckt, frag ich, obwohl der dich anguckt, was guckst du denn so blöd? Ihr kennt die Typen. Ihr guckt einmal kurz hin, er gafft die ganze Zeit und dann fragt er, was guckst du so blöd? So auch typisch Disco, so diese, ne? So ein klischeehaftes Verhalten. Nein, ich bin sehr nett und, naja, teilweise aufgeschlossen. Es kommt immer auf die Person, die mir gegenüber ist, ja, an. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein Level erreicht. Das freut mich, Alter, wie viele Monster wir hier gerade geplättet haben, war unnütz. Das war unnötig, so viel Stimpacks. Das, nein. Warum hätte das komische Geek nicht einfach direkt am Anfang vor der Tür liegen könnte? Oh, sie sind über ein GEEK gestolpert. Ein Hinweis. Ja, ihr seht auf jeden Fall, wir haben eine Menge Mutanten, eine Menge Blutbeutel vorhin eingesammelt. Das war, ich finde die Dinger ziemlich eklig, muss ich sagen. Und ja, hier habe ich mich kurz verirrt, weil ich ja da durchgesprungen bin. Genau. Und jetzt will ich zurück, aber ihr werdet merken, die Kante vom Tisch lässt mich nicht durch und ich kann nicht ducken springen und mich da so rausglitschen. Dafür ist das Spiel zu statisch. Wie heißt das Wort? Ist auf jeden Fall so wie bei Call of Duty halt alles sehr steril. So, und auch unsichtbare Mauern, so, wenn, obwohl du auf das Objekt irgendwie schräg rauf könntest oder so. Das ist halt bloß bei Fallout noch ein Ticken extremer. Es ist ja auch kein Ego-Shooter in dem Sinn, es ist ja auch erstmal ein First-Person-RPG, wenn man so will. Eigentlich das gleiche Prinzip fast wie bei Borderlands, bloß dass Borderlands einfach nur ein Zacken schneller ist. Und man kann schneller laufen, besser springen, man ist agiler. Also im Großen und Ganzen ist das Prinzip schon ein geiles. Man sieht es ja. Skyrim. Funktioniert das Prinzip? Ego-Shooter und Rollenspiele, warum nicht schon damals? Obwohl, ich würde GTA gerne in First Person zocken. Das mal wohl angemerkt. Ja, und Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben die Folge hier erreicht. Tschüss!
weil ist jetzt schüchtern.